Natascha Mashuga, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aus dem ICF Tel Aviv, hat uns gedient in der zweiten Session der Ladies Lounge, eigentlich der ersten heute Morgen, aber es ist ja die zweite, weil gestern Abend schon eine stattfand. Ewigkeit im Leben, also evermore, was bedeutet es? Immer, Ewigkeit für immer, das ist das, was Google sagt. Was sagt die Bibel? Für immer Gott anbeten. Gott gibt uns Freude für immer. Sein Name sei ewig gepriesen. Dieses Wort beschreibt den Himmel, Freude, Friede, Segen, Lobpreis. Aber Gott gibt es uns schon hier. Manchmal fühlen wir uns aber nicht so. Wir sind auf andere Dinge fokussiert. Wir vergessen, dass wir evermore Freude haben. Wir sind sehr gut im Kritisieren. Aber das ist nicht das, was Gott versprach. Evermore ist immer was Positives. Die positive Perspektive in unserem Leben. Wie können wir es behalten? Jesus ist immer die richtige Antwort. Und Punkt 1, bereit sein heißt, wenn Jesus dein Fundament ist. Sie erzählt dann vom Surfen, vom Surfbrett. Sie hat es zweimal in Israel versucht, also sie ist ja in Israel wohnhaft, Tel Aviv, und das zweite Mal ist dann besser gelungen. Und unser Leben ist wie ein Meer. Die Wellen kommen, Krisen, Tragödien, schlimme Dinge, die einfach so auf uns zukommen, die kündigen sich nicht an in der Regel. Wie schaffen wir es nicht, unter diese Wellen zu kommen? Jesus muss unser Fundament, unser Surfbrett sein. Wir brauchen dieses Surfbrett. Du sitzt manchmal sogar auf diesem Brett und wartest. Die Wellen, die wollen das Evermore stehlen. In Hebräer 10, 12 a steht, darum wollen wir mit aufrichtigem Herzen in die Gegenwart Gottes treten und ihm ganz und gar vertrauen. Renne! Wenn die Wellen kommen und du nicht bereit bist, ist es zu spät. Das Leben fragt dich nicht. Bist du bereit, dich vorzubereiten im Herzen? Sei nah bei Jesus. Punkt 2. Schauen, ob Wellen an mir vorbeigehen oder ob sie vor mir enden. Ist ja manchmal das, was wir auch so tun. Und wir paddeln plötzlich. Paddle mal mit mir. Weil die Welle uns sonst zertrümmert. Wir müssen was tun, was wir vielleicht vorher nicht taten, zum Beispiel beten, Sport machen, Fitnessstudio, was auch immer es in deinem Fall ist. Vielleicht brauchst du mal Zeit für dich, wenn du zum Beispiel eine Mutter bist. Das braucht natürlich jede Frau, jeder Mann mal. Eine Mutter von einigen Kindern, dann hör mal auf zu tun. Nimm dir einen Moment Zeit, weil du brauchst es. Gott macht alles neu. Sie erzählt, dass in Israel oft Bomben fallen und alle 4 Jahre ist es dann ziemlich heftiger. Vor einigen Tagen war gerade wieder so ein Bombenangriff. Niemand fragt sie, seid ihr bereit für die Bomben? Sie müssen sich vorbereiten, bevor es anfängt. Wissen, wohin rennen, was zu tun mit den Kindern. All das müssen sie lernen. Und was bringt uns das, fragt sie in die Runde. Frieden. Wir loben Gott, wir verlieren das Evermore nicht. Die Atmosphäre des Himmels ist in uns. Das Leben endet im Himmel dann mal, also nicht das Geistige, das Körperliche. Weißt du, wenn die Wellen kommen und wir sind nicht ready, dann werden die Wellen uns zerdrücken. Wir müssen was tun, was wir vorher nicht getan haben. Finde neue Wege zu reagieren. Schaue nach Gelegenheiten. Als Corona kam, fing die Online-Evangelisation eigentlich an in Israel. Sie haben ein Zentrum für Flüchtlinge eröffnet. Die hilfsbereitesten Volunteers für Ukrainer waren Russen, beschämt natürlich durch die Situation. Sie taten, was sie vorher nie taten. Jesaja 43, 19. Seht hin, ich mache was Neues. Schon kommt es auf, keimt es auf, sorry, ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Seht ihr es denn nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Du kannst Frieden bringen, weil du ein Friedensträger bist, das spreche ich dir zu.
Die Welle, benutze sie. Meine Schwester, ist jetzt eine Geschichte von mir, hat mich mal gezeichnet als Schaf auf dem Surfbrett. Halleluja! Und das war dieses Jahr zum Geburtstag im Januar. Und es ist so, du kannst dich entweder zurückziehen in eine Höhle, wenn der Sturm kommt, oder ihn nutzen. Jetzt wieder zum Text. Bleib auf dem festen Fundament, auf dem Brett. Ist das Brett in deinem Leben Jesus oder etwas anderes? Prüfe dein Herz. Wenn es Jesus ist, können wir sogar auf dem Wasser gehen. Gott bringt uns dann dorthin, wo wir noch nie waren. Auf dem Wasser gehen kannst du, wenn du auf dem Surfbrett Jesus bist. Das ist das sichere Fundament. Was ist dein Fundament? Familie, Job, über was definierst du dich? Jesus muss unter unseren Füßen sein, bildlich gesprochen als Surfbrett. Und alles wird gut gehen, sonst geht es eben schief. Jesus ist der beste Weg. Bleib auf ihm stehen. Kennst du hier die Geschichte, ein Mann baute ein Haus auf Sand, als der Sturm kam, war alles weg. Ein Mann baut ein Haus auf Felsen, als der Sturm kam, bleibt es bestehen. Also evermore, Gott anbeten, wenn du auf Jesus stehst und es stehen bleibt. Unsere Wege und seine Wege ist oft ein Unterschied. Sie erzählt dann von einer Fehlgeburt, die sie hatte. Das Kind war 8 Wochen alt und wie das am Ende des Jahres ging, sie sehr schlecht. Und dann hat sie Perspektivwechsel gemacht, ist jeden Morgen um 6 aufgestanden, hat etwas gemacht, was sie vorher nie machte. Sie ist kein Early Bird und angefangen, stille Zeit zu machen und Gott zu suchen. Weißt du, wir müssen ganz nah bei Jesus sein. Wir wollen nicht, wenn die Wellen kommen, dass sie uns zertrümmern. Egal was passiert, nutze die Welle und bringe anderen auch das Evermore. Wir alle kennen Gefühle der Leere, Enttäuschung, Gott hat dein Gebet nicht erhört, aber das stimmt nicht. Er bereitet dich nur vor, denn er will auch deinen Charakter schleifen. Sprüche 3,26 steht, denn der Herr ist deine Zuversicht. Er wird nicht zulassen, dass du in eine Falle gerätst. Also, wenn es nicht Gott ist, dein Surfbrett, dann verschwendest du dein Leben. Gott ist evermore, das ist das Wichtigste. Bist du bereit, die Welle zu nutzen mit Jesus? Er wird dir Leben bringen. Er wird die schlimmste Situation nutzen als größte Gelegenheit für dein Leben. Haben deine Fragen keine Antwort? Die Antwort ist Jesus.